Tja, mein Name ist Frank Piel, komme aus Altschlagsdorf. Bin heute aktiv zum ersten Mal beim Leistungsflügen dabei als Teilnehmer. Ja, sicherlich ist ein bisschen Anspannung da, das ist schon richtig und das soll auch so sein. Will mein Bestes geben, aber erzwingen kann man nichts. Und wie ich beim Probeflügen schon gesehen habe, also die Konkurrenz oder die Mitbewerber sind ziemlich stark dieses Jahr. Ja, die Anspannung steigt. Und ja, jetzt fangen die wichtigsten Schritte an, das mit dem Einmessen. Und dann steigt nochmal die ganz große Anspannung. Entscheidend für den ganzen Verlauf der Sache ist die erste Furche. Wenn sie einigermaßen gerade ist und gut ausgeräumt, dann kann das was werden. Man sagt so auf gut Deutsch in der Landwirtschaft, gerade ausfahren kann jeder. Aber dass die Maße am Ende alle stimmen und noch gut aussieht, das ist die zweite Sache. Bis jetzt sieht es ziemlich gut aus. Also wenn es so weitergeht, wollen wir mal schauen. Ja, wie soll ich sagen, es lief nicht schlecht. Wir haben leider einen Rechenfehler gemacht. Das Flugbild insgesamt sieht wirklich ansehnlich aus und da brauchen wir uns nicht vor verstecken. Die Anspannung ist vorbei und es ist auch gut so jetzt. Und zwar Sven Tannheiser hat von der Agrarfluggesellschaft Leverkusen Bessel den ersten Platz im Drehflügen belegt. Ich fühle mich auf keinen Fall als Verlierer. Ich sag mal, das erste Mal dabei, live dabei und in praktischer Ausübung und dafür genau die Mitte getroffen. Also ich bin keineswegs enttäuscht. Klar, man würde sich freuen, wenn man immer weiter nach vorne kommt, aber enttäuscht bin ich auf keinen Fall. Auf keinen Fall.